Hi, herzlich willkommen hier wieder beim TBW-Blog. Heute soll es darum gehen, wie komme ich nach einer längeren Pause wieder gut rein? Wichtig ist vor allem erstmal, ja, sich nicht gleich wieder zu große Ziele zu setzen, sondern den eigenen Anspruch gleich ein bisschen zurückschrauben, weil ja, das Gefühl geht einfach nach einer längeren Zeit verloren. Die Routine ist weg, diese Automatismen stimmen nicht mehr. Ja, einfach dieser Instinkt, der geht nach einer längeren Pause einfach verloren. Und das ist bei mir jetzt gerade der Fall, ja, durch eine längere Verletzungspause. Aber es kann einfach auch, ja, durch eine längere Sommerpause sein. Oder ja, man hat einfach mal vielleicht längere Zeit keine Lust gehabt und will jetzt wieder richtig durchstarten. Man geht da richtig motiviert ran und deshalb ist es erstmal wichtig, sich ja, Zeit zu geben, ja, wieder das alte Level irgendwo zu erreichen. Deshalb ja, wirklich zu Beginn erstmal anfangen mit einfachen Übungen, regelmäßige Übungen, wo man exakt auf die Technik achtet, dass die sich wirklich wieder sauber einschleift. Weil gerade zu Beginn, das, was man sich angewöhnt, das bleibt auch irgendwo erhalten, aber genauso auch die technischen Fehler. Deshalb gerade zu Beginn sehr genau auf die Technik achten, sich diese Basics nochmal, sich an die Basics erinnern, gerade sich gut zum Ball bewegen, Treffpunkt vorm Körper, saubere Technik spielen und gar nicht so sehr gleich mit 100% die Bälle reindonnern, sondern ja, erstmal sicher auf den Tisch spielen, lange Ballwechsel, um ja, einfach wieder die Sicherheit erstmal zu gewinnen. Das ist selbst auf Profiniveau erstmal das Entscheidende, diese Sicherheit zu erlangen, keine einfachen Fehler zu machen und gerade eine saubere Technik sich wieder angewöhnen. Zum anderen muss man natürlich auch aufpassen, nicht gleich zu überpacen. Ja, es macht immer gerade zu Beginn enorm viel Spaß und da möchte man natürlich auch schöne Bälle spielen, harte Bälle spielen, diese ja, Bomben, sagen wir, oder einfach auf Punktgewinn ziehen. Aber da muss man auch aufpassen, gerade seine Muskulatur muss man gerade zu Beginn noch ein bisschen schonen. Auch die Muskulatur, die Gelenke müssen sich erst wieder an diese spezielle Belastung gewöhnen und deshalb erstmal ein bisschen Piano machen, gut aufwärmen vorm Training. Und gar nicht so sehr gleich hier ein paar Bälle einspielen und dann gleich ein Match machen, weil da passiert so viel, wo man nicht mit rechnet und dadurch verletzt man sich dann auch ganz schnell wieder. Deshalb ruhig, vorsichtig, behutsam anfangen und geduldig sein, um sein altes Level wieder zu erreichen.